Was Max Weber an Benjamin Franklin so gut findet, ist, dass Benjamin Franklin die Religion von ihrem Gott befreit hat und von dem ganzen Tralala drumherum. Und das, was dann übrig geblieben ist, sagt Max Weber, das ist der Kapitalismus. Das ist schon viel früher angefangen, als man vielleicht denken könnte. Eine kleine Geschichte aus Benjamin Franklins Jugend, die jetzt nicht in diesem Buch drinne steht, verdeutlicht das. Und zwar Benjamin Franklin war gerade 6 oder 10 Jahre alt. Ich weiß es nicht genau, ich denke mal eher 10. Und er pökelt mit seinem Vater Fleisch und sein Vater, strenggläubiger Puritaner, hat ihn in dem Geist erzogen, dass Gott möchte, dass man arbeitet und fleißig ist. Dann erfreut man Gott und wenn man Zeit verschwendet und faulenzt, dann sündigt man und Gott ist ganz böse auf einen. Und in diesem Geist wurde Benjamin Franklin also von seinem Vater erzogen. Dann pökeln sie zusammen Fleisch und Benjamin Franklin fragt seinen Vater, ob er das Fleisch nicht segnen möchte. Jetzt alles auf einmal, dann könnte er sich das Tischgebet demnächst vor jeder Mahlzeit sparen und er könnte das Fleisch jetzt alles auf einmal segnen und sie könnten die gesparte Zeit dafür verwenden, fleißig zu sein und ihrem Gott zu dienen. Ja, beim Vater kam das nicht so gut an. Benjamin Franklin wurde dafür übers Knie gelegt. Aber später findet Max Weber das besonders gut, weil er hat einfach in diesem Text im Grunde, sagt er, die ganze Religion drinne, aber ohne Gott. Und dadurch, dass es keinen Bezug auf die Religion gibt, kann er an diesem Zitat gut ableiten, dass es tatsächlich diesen Zusammenhang gibt, den er aufzeigen möchte. Dadurch, dass Benjamin Franklin nicht einmal von Gott oder von Religion oder von Kirche redet, kann er im Grunde aufzeigen, dass da ein Zusammenhang besteht, ohne dass es von Benjamin Franklin beabsichtigt ist. Und Max Weber sagt dann im Grunde auch weiter, das war im Grunde der Grund, warum das Christentum seinen Siegeszug feiern konnte. Dadurch, dass es keinen Gott mehr gab und es keine Religion mehr war, konnte es als Kapitalismus auf der ganzen Welt sich ausbreiten und ja im Grunde die ganze Welt infizieren. Was es mit Gott nie geschafft hätte, weil es dann immer als feindliche Religion wahrgenommen worden wäre.